Morgens 10 Uhr in Walsrode, genau gesagt, heute in Meinerding aus der Kirchscheune hier in Meinerding. Ich freue mich, dass du dir für diese Andacht Zeit genommen hast. Mein Name ist Olaf Ruprecht, ich bin Diakon in der Nachbarschaft Mitte und im Kirchenkreis Walsrode. Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind versammelt. Im Glauben an unterschiedlichen Orten. Und so feiern wir diese Andacht im Namen Gottes, Quelle unseres Lebens. Im Namen Jesus, Grund unserer Hoffnung und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns Mut macht zum Glauben und zum Hoffen. Amen. Die letzten Wochen und Monate waren und sind für uns alle besonders. Dinge passierten und passieren noch heute, die sich kaum ein Mensch vorstellen konnte. Angst. Lähmung verbreitete sich und löste sich an vielen Stellen wieder auf. Menschen reagieren, wie sie halt reagieren. Auch ich bin durch Tiefen und Höhen unterschiedliche Gefühle gewandert. Mich erreichten unterschiedliche Nachrichten, die mich mehr als zum Grübeln gebracht haben. Da fiel mir eine Geschichte ein, von der ich gerne erzählen möchte. Es war einmal ein klitzekleines Schraube, ein Schräubchen bloß. Sie war in einem großen Schiff eingebaut. Und die hielt zusammen mit vielen anderen Schrauben, auch wesentlich größeren, eine schwere Stahlplatte fest an ihren Ort. Eines Tages wurde die kleine Schraube locker und sie dachte sich, was soll's? Wozu soll ich weiter halten? Ob ich da bin oder nicht, das ist doch egal. Auch ohne mich wird die Stahlplatte bombenfest halten. Und dafür sorgen schon die vielen anderen Schrauben. Und so strengte sich die kleine Schraube nicht mehr an. Widerstand den Stampfen des Schiffes immer weniger, lockerte sich mehr und mehr, war drauf und dran abzufallen und auf den finsteren Grund des tiefen Ozeans zu sinken. Als die anderen Schrauben merkten, dass die kleine Schraube aufgeben wollte, da riefen sie ihr zu, mach das bloß nicht, wenn du fehlst, dann werden die Schwingungen noch mehr übertragen, sie werden uns noch mehr aufschaukeln, noch mehr Schrauben werden locker und die Blätter könnte sich lockern. Oder gar abfallen und zum Schluss, oh Gott, Gott behüte, das ganze Schiff könnte sich auflösen und wir alle wären in Gefahr. Bleib, halte fest, so riefen alle Bauteile des Schiffes. Die Schrauben, die Muttern, die Gummidichtung, die Platten, die Spanten, die Schiffsschrauben, die Ruder, das Radargerät, sogar die Koje und die Bullaugen. Sie riefen alle der kleinen Schraube zu. Tu es nicht, wenn du fehlst, sind wir am Ende womöglich alle verloren. Wir brauchen dich. Als die kleine Schraube das hörte, wurde sie wieder stärker und sie zog an. Und das Schiff schwimmt heute noch auf dem weiten, azurblauen Ozean. So gehört sich das. Alle halten zusammen, unterstützen sich, helfen sich gegenseitig. Und ich habe das an sehr vielen Stellen gesehen und erlebt. Und ich freue mich, dass es so viele Menschen gibt, die nicht nur über Nächstenliebe sprechen, sondern ganz konkret anfassen. Dennoch warne diese Nachrichten. Wir sind systemrelevant. Wir brauchen Unterstützung. Die anderen, die schaffen das schon. Wir brauchen aber diese Unterstützung noch heute. Bei all den Wirs tauchten selten Kinder und Jugendliche auf. Teilweise waren es nur Schüler und Schülerinnen, an die Erwartungen gestellt wurden. Ich vermisse an dieser Stelle die Unterstützung der Schwächsten,
die Unterstützung von denen, die keine Lobby haben. Und ich finde, Kinder und Jugendliche haben in den letzten Wochen Großartiges vollbracht. Sie waren es, die monatelang zu Hause waren oder die unter komischen Bedingungen ihre Abschlussleistungen bringen mussten. Cool, dass ihr das alles so gut gemeistert habt. Es gibt eine Kampagne, die ich richtig, richtig gut finde und die heißt Wir sind zukunftsrelevant. Jede noch so kleine Schraube, egal wie groß, in unserer Mitte ist zukunftsrelevant. Jetzt haben gerade die Sommerferien gestartet und die evangelische Jugend lädt Jugendliche ein, diesen Sommer zu feiern. Anmelden können sich alle Jugendliche ab 13 Jahren und wir freuen uns, wenn wir mit vielen Leuten feiern können. Auf efjuwalsrode.de können sich alle anmelden. Ich freue mich drauf. Ich möchte euch den Segen zusprechen. Wo immer das Glück sich aufhält, hoffe, ebenfalls dort zu sein. Wo immer jemand freundlich lächelt, hoffe, dass sein Lächeln dir gilt. Wo immer die Sonne aus den Wolken hervorbricht, hoffe, dass sie besonders für dich scheint. Der Segen Gottes und der Frieden Gottes soll dich begleiten. Amen. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinen Rücken sein.